draußen. Ja, wir haben hier gerade nochmal Besuch gekriegt. Der soll uns aber nicht lange aufhalten. Wahrscheinlich länger als gewollt. Na, dreh dich ruhig mal ein bisschen auf dem Boden rum. Ist cool. Sehr schön. Skill steigt. In der Pause wollte ich ein bisschen looten. Hat jetzt nicht so geklappt. Hatte ich schon, aber. Haben wir die Ranch bei? Ich würde ja ganz gerne mal hier dieses Auto weg haben. Hat er schon gut runtergekloppt, ne? Also. Naja. Was soll man sagen? Dann ist auch gleich schon wieder Nacht, ne? Nehme ich natürlich wieder genau zum richtigen Zeitpunkt auf. Aber ich glaube, die morgige Nacht verbringen wir da drüben. Können wir noch ein paar Spikes verlegen oder so? Kümmern wir uns jetzt nochmal um den Ausbau hier drunter. Ja, wenn es dir Spaß macht, demolier den Stein ruhig. Darfst du. Ist völlig okay. Was hier hinten los ist, ne? Der hat da richtig Spaß dran, ne? Ach, das sind auch noch mehrere. Cool. Wenn ich mich da ranschleiche. Meint er, da kriege ich ein Thumbnail von? So, dann nehmen wir hier einen Knüppel. Ich dachte schon, irgendwer von da hinten hätte mich gesehen. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn man die Wanderhorde nicht cleart, ne? Dann lungern die hier halt alle irgendwo noch rum. Kommst du denn auch mal raus, bitte? Denn wollen wir dieses Geröchel im Hintergrund nicht immer anhören. So, und wer macht jetzt hier meine Spikes kaputt? Ist schon weg, ja. Aber. Na, so langsam wird es ein bisschen besser mit dem Knüppel. Ich reagiere nicht mehr so hektisch. Zack. Ach, da unten. Entschuldigung. Wollte dich jetzt hier nicht vernachlässigen. Sollte jetzt keine Diskriminierung werden, dass auf dem Boden krabbelnde Zombies hier nicht berücksichtigt werden. So war das nicht gemeint. Nee, Beton brauche ich gar nicht. Holz. Holz reicht für die meisten Reparaturen. So, und schmeißen wir den da rein. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach draußen wieder einreich. Einreich rum. Dann gucken wir uns das Ganze von drin nochmal an. Hier haben wir jetzt natürlich immer noch das Problem, dass wir nicht runtergucken können. Also wenn die Horde aus der Richtung kommt, sind wir ein bisschen angearscht. Ist aber leider so. Gut, jetzt haben wir noch 40 Stück. Gucken wir uns das da drin mal an. Öpf. Warten wir hier. Ist hier noch frei?
Entschuldigung. Guck mal, da waren wir noch gar nicht drin. Genau. Dann gucken wir hier jetzt mal runter. Ach, guten Tag, Lady. Nun ja. Was soll ich Ihnen dazu erzählen? Wenn ich da jetzt was drauflege, komme ich da nicht mehr durch. Ach, da ist frei. Na, das ist natürlich wieder was anderes. Einmal weggehackt. Aua. Warum habe ich dich nicht kommen sehen? Und da kommt mal ein Fall rein. Kommst du in meine Richtung? Ach, ich blute. Ich denke mir gerade, Alter, was geht denn hier für ein Puls? Da hat bestimmt schon wieder einer geschrien. Hehe. Nun gut. Ja, hier ist es sehr leer, was Spikes angeht. Untouched auch noch. Nehmen wir doch mit. Nehmen wir alles mit hier. Zack. Ja, und dann kloppen wir uns hier einfach mal mit Spikes voll. Zumindest mein Plan, dass wenn sie denn hier drin lungern und ich nicht mehr drauf einwirken kann, dass sie dann wenigstens ein paar Spitzen haben, wo sie sich dran austoben dürfen. Oha. Das wird jetzt natürlich lustig. Ja, geil. Und jetzt rennt die auch noch, oder was? Alter. Alter. Das war gar nicht cool. Was ist eigentlich mit so einem Basket? Kann ich den irgendwie abbauen? Ja, cool. Bringt mir das irgendwas? Gibt's da was für? Seht ihr was? Fällt gerade auf, für euch ist wahrscheinlich nur noch schwarz, ne? Cool, dann habe ich das jetzt einfach auseinandergebaut, weil es Spaß macht. Seht ihr was? Na, jetzt so ein bisschen, ne? Naja. Habe ich eine Fackel bei? Oh ja. Sorry. Zack. So, das muss jetzt aber auch wieder weg. Das war so. Naja, musste halt, ne?
glaube, sonst hätte ich die gute Dame hier nicht mal eben so weggesnackt. Oh, ich habe aber auch nur noch 12. Würde ich ihn quasi hier nochmal hinzimmern. Falls sie hier durchbrechen. Hier haben wir auch wieder ein bisschen Lampen. Da kommt auf jeden Fall einer hin. So, und ein paar könnten wir ja morgen auch noch bauen. Also gut, jetzt komme ich da hinten natürlich nicht mehr hin. Soll er sich da austoben? Wundert mich, dass der noch keine Spitzen gefunden hat. Mir egal. Soll er machen, blöder Affe. Ja klar. Natürlich macht der auch noch diese geilen Töne, ne? Kann ich den hier irgendwie mit einer Fackel anlocken? Hallo, komm noch mal hier. Hängen wir jetzt einfach hier hin. Das sieht auch geil aus. So. Hier ist immer noch niemand. Hier schauen wir auch noch mal rein. Relativ nervig. Da oben könnten jetzt natürlich noch welche sein. Halt die Goschen. Da ist was kaputt. Ne? Ganz im Eck? Nee. Ja. Glaub, dann sind wir doch hier erstmal ganz gut geschützt. Naja, außer von dem jetzt, was, außerplanmäßig aus anderen Richtungen kommt. Also drinnen. Ausleuchtung draußen hatten wir uns ja so ein bisschen drum gekümmert. Den können wir ja mal gucken. Wir haben 27 Skillpunkte. Nimm das mal raus, bitte. Two is missing. Brauchen wir Level 30. Das ist noch ein Stück hin. Xer könnte man Punkte investieren. Meiner 69er könnte ich Punkte investieren. Was ich zurzeit noch am sinnvollsten halte. Denn ich krieg halt wirklich wesentlich Stamina. Also verliere weniger Stamina. Block Damage wird erhöht. Und ich krieg mehr Zeugs raus. Kostet mich aber 10 Punkte, nicht nur 17.
Ja, bräuchte ich Science 6 für. Dafür brauche ich Player Level 30. Das wird auch nochmal. Also ich möchte ja auch hier diese Blade Traps haben, ne? Wird auch nochmal ordentlich teuer. Generator Bank haben wir jetzt schon. Battery Bank muss ich lernen. Genau. Ah, wenn ich Level 5 Science bin, kann ich Mechanical Parts herstellen. Auch schon mal was. Aber ich glaube, das bringt uns gerade am meisten. Ah, wir könnten auch Concrete Mixing. Kann ich denn noch automatisch den Mixer? Oder kann ich den jetzt schon? Ja, den kann ich schon. Kann ich schon die Bench? Nein, die Workbench muss ich noch lernen. Die kann ich erst lernen, wenn ich Construction Tools 15 habe. Dafür müsste ich noch mal ein bisschen Steine kloppen oder so. Wo jetzt eigentlich mein geringstes Problem drin liegt, denn kann ich nämlich hier so ein bisschen drauf rumkloppen. Ja, nochmal der Hinweis darauf. Ihr seht es ja schon seit knapp einer Folge. Oben in der Ecke ist das Live-Let's Play-Logo. Ich bin hier live auf Twitch. Daddel hier so ein bisschen vor mich hin. Und ja. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid. Guckt bei Twitch. Nein, doch bei Twitch. Guckt einfach mal rein, lasst ein Follow da, dann kriegt ihr Benachrichtigung, wenn ihr das anschaltet. Das müsst ihr extra anschalten. Kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn ihr die Handy-App ab, direkt per Ping oder sonst eine E-Mail. Kann man alles einstellen. Und, ja, dann, seht ihr, wenn ich live gehe, dann ist es meistens relativ spontan, sage ich jetzt mal. Ansonsten, ich schreibe das vorher bei Twitter rein, meistens morgens schon, wenn ich auf den Gedanken komme, ich könnte abends streamen. Hab da ein bisschen mehr Vorlaufzeit. Und ich habe auch eine Steam-Gruppe. Auch da werde ich sowas mal posten und falls ihr da mal irgendwie miteinander kommunizieren wollt. Dafür ist die Gruppe da, einfach um die Community ein bisschen zu unterstützen, dass ihr untereinander noch ein bisschen was von euch habt. Vielleicht findet ja der eine oder andere sich denn da nochmal zum Zusammenspielen oder ähnlichen. So, kann ich den. Ich hab. Den habe ich jetzt bestimmt schon 20 Minuten in der Tasche oder so und das sagt mir niemand. Ich habe einen 500er Motor, Alter. Kann ich nicht, weil mir Stein fehlt oder was? Unglaublich, echt. Ja, das usen wir mal. Finde ich wirklich gut. Finde ich wirklich gut. Wie gesagt, kommt bei Twitch vorbei. Mist, mir fällt gerade ein, ich wollte in der letzten Aufnahme eigentlich mal geguckt haben, was die Qualität so sagt. Ja, ich nehme jetzt mit 30 FPS aus, aber. Für mein Empfinden ist das jetzt nicht so der Mega-Unterschied. Die Leute, die Ahnung von Videoqualität und sowas haben, werden mir wahrscheinlich jetzt direkt ein D-Abo dalassen. Ja, ich nehme auf 30 FPS aus, damit ich hier noch halbwegs angenehm spielen kann. Währenddessen ich live streame, ist es dann doch schon ein bisschen mehr Belastung.
Mal sehen. Ich würde mich freuen, wenn nächstes Mal ein paar von euch noch mit dazukommen. Vielleicht sind ja auch YouTube-Leute unter euch, die eigentlich nur auf YouTube gucken und noch gar nie Twitch kennengelernt haben. Also Twitch ist auch, man muss da nicht zwingend einen Account machen, man kann auch einfach so zuschauen, was hier aktuell immer mal wieder zwei, drei Leute tun. Man kann einfach so zuschauen, also ihr könnt euch das erstmal angucken, ob euch das gefällt. Ihr könnt nicht mit mir chatten, wenn ihr nicht eingeloggt seid, wenn ihr keinen Account habt, aber ihr könnt zugucken, ob euch das Ganze gefällt. Und wenn euch nicht gefällt, dann lasst das. Und wenn es euch gefällt, dann macht euch halt einen Account und dann können wir auch noch zusammen schnacken. Können wir zusammen chatten und so. Wäre eine coole Nummer. Also wie gesagt, wenn ihr Zeit und Bock habt und ich angekündigt habt, kommt vorbei, guckt zu. Ich fänd's super. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zu einem frischen Morgen zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.